Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind in der Weekend League, spielen jetzt zwei Spiele mit der englischen Liga. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, Benteke hat bisher erst ein Tor gemacht in vier Spielen. Ich glaube, nee, eins oder zwei müssen wir abziehen. Moment, Moment, Moment. Wir haben eins, zwei, ja, wir haben drei Spiele erst gemacht. De Bruyne hat in drei Spielen drei Scorerpunkte. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, gerade was die Abschlüsse angeht, das hat sich schon ganz gut angefühlt, seine Distanzschüsse. Und jetzt hoffe ich mal, also Benteke ist ja eigentlich, hat sich eigentlich auch gut benommen, ist gut zum Abschluss gekommen. Da war nur das Problem, hat glaube ich auch insgesamt jetzt schon zweimal Alu gehabt. Dann müssen wir mal schauen, dass Benteke hier noch ein bisschen die Tore macht. So, keine Inform in der Abwehr, aber von einige, allerdings ein 80er rechter Flügel. Den sieht man ab und zu mal, aber da kann er nicht so gut sein. Egal, konzentrieren, die Chancen nutzen. Ich muss die Chancen besser nutzen als im letzten Spiel. Das war auch wieder so ein Ding. Aber ich habe wenigstens keine groben Abwehrfehler gemacht. Das war schon mal gut. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier in der Premier League noch ein bisschen durchdrehen können. Das ist ein Elfmeter, oh mein Gott. Na, ich reg mich gar nicht erst auf. Aber es war ein Elfmeter, logischerweise. War ein ganz klarer Elfmeter. Schade. Aber wenigstens die Ecke. So, Benteke, mach mal ein Tor. Oh, Reed kann doch nicht. Arnautovic kann natürlich. Noch eine Ecke. Haben es noch nicht geschafft, irgendwie gefährlich zum Abschluss zu kommen, aber okay. Wie gesagt, das eine war ein Elfmeter. Ja, Benteke wieder. Ich dachte, ohne Scheiß, da schießt ihn am kurzen Eck vorbei. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, und meistens sage ich in solchen Situationen ja eigentlich, und, aber ich habe gedacht, da knallt ihn einfach auf jeden Fall am kurzen Eck vorbei. Aber da merkt man halt einfach, dass er eine gute Kopfballgenauigkeit hat, von nämlich 99. Sehr geil, totale Waffe. Am kurzen Pfosten. Ich hoffe, das bleibt halt in der Regelmäßigkeit, dass das so aller. Und wenn es halt nur aller fünf Spiele einmal ist. Oder aller 10 Ecken, keine Ahnung, irgendwie sowas, das wäre halt schon geil. Aber es ist halt auch mit so der kopfballstärkste Spieler, den wir bisher gespielt haben, würde ich sagen. Als Stürmer vor allem. Okay. Was? Kein Foul? Was ist da los? Oh, ich wollte eigentlich nur rüberlegen auf meine Nähe. Krass vorgelegt zweimal. Boah, schöner Geleitschutz, aber ich wollte ihn auf gar keinen Fall durchrennen lassen, deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, ihn mehr oder weniger gut zu blockieren. Das hat ja eigentlich auch funktioniert, also wir standen ja ziemlich gut zum Gegner, meiner Meinung nach. Alter, pfeift der? Na endlich, ich wollte gerade sagen, pfeift der Schiri mal irgendwann was? Ich glaube, ich nehme mal kurz ein Stück Wasser. Meine Herren.
Leider gut verteidigt, aber wir bleiben dran. Ja, das war ein schwacher Abschluss, da muss ich mich erst besser zum Tor drehen etc. Also das war nicht gut. Spielen echt gute Angriffe aus, muss man leider so sagen. Abseits, sehr schön. Das wird schwer, also wenn wir jetzt hier nicht noch ein Tor schießen, wird es echt schwer gegen den, nur mit einem 1-0 zu gewinnen. Tore, Benteke, ja, Vorlagen logischerweise wieder De Bruyne, wer sonst? Ach ja, wieder dieser In von Benny Dehr, der scheint wirklich sehr gut zu sein als Stürmer. Und dieser Williams, 80er, rechter Flügel, keine Ahnung. In vom Carrasco, ich glaube, wir alle mal alle In vom, oder? In vom Isco, In vom Kovacic, In vom Casemiro. Nur dann halt die Abwehr, inklusive Torhüter, die waren nicht in Form. Sehr schön. Ja, jedenfalls ziemlich pacig drauf zu sein, sein Benny der. Aber wir haben es geschafft, ihn zu verteidigen. Ah, oh, jetzt gibt es echt noch einen Freistoß. Fuck. Ich meine, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil der Ball wäre eh bei ihm gelandet. Hätte den Tick mehr nach innen ziehen müssen. Sehr gut. Kommt noch jemand, bitte? Hallo? Interessant, ne? Ich habe logischerweise einfach nur auf meinen Spieler eingeworfen und er macht's halt nicht. Ja, das war dumm, der zweite Pass nach innen, nach außen, sorry. Schlechtes Dribbling. Tolle Annahme von Touré. Großartiger Pass von Kanté, der ihn ganz anders und schon viel eher spielen soll. Okay, wird ein bisschen rumgeeiert und hat erklärt, dass es keinen Elfmeter gibt, aber wir hätten ja auch am Anfang in dem Spiel einen bekommen müssen. Na gut, kann man nichts machen. Ich werde natürlich erstmal nichts ändern, weil wir defensiv ganz gut stehen, solange wir hier 1-0 führen. Und wir hatten schon die ein oder andere gefährliche Situation davon. Der Gegner leider auch, muss man zugeben. Der Gegner hat auch die ein oder andere gefährliche Situation davon gehabt, aber nun gut. Daran kann ich jetzt erstmal nichts ändern. Ich kann nur versuchen, noch besser zu spielen, aber wir haben ja wenigstens keinen gefährlichen Schuss oder sowas zugelassen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt konzentrieren, komm, jetzt nicht wieder hier irgendwie versacken, sondern es steht nur 1-0, es ist ein guter Gegner, ein schwieriges Spiel. Jetzt einfach die Konzentration weiter oben halten und gegen ihn entsprechend versuchen, das 2-0 nachzulegen, weil ich da dann dreht er durch.
wird seine Moral wahrscheinlich nicht so fest sein. Sehr schön von Smalling. Schade. Oh. Er war halt überhaupt nicht auf den Spieler fixiert. Er wusste nicht, dass ich da den Einwurf spiele. Deswegen war das eigentlich eine gute Idee, aber er kriegt halt trotzdem dann mit Glück nochmal den Ball. Das ist ein bisschen ärgerlich. Schade. Da ist doch gar niemand mehr. Nice. Jetzt haben wir ihn. Schade. Nautovic hat natürlich auch einen guten Distanzschuss. Sehr interessant, dieser Laufpass, dieser Gelupfte. Sehr schön von Reed. Oh, ich spiele gerade zu bescheuert nach vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viel zu hastig, viel zu überhastet. Pässe kommen leider gerade wieder mal richtig scheiße in die Mitte rein. Klar, kann auch daran liegen, dass der Gegner gut steht. Ich will eigentlich nicht die Flügel wechseln. Ich will immer noch nicht die Flügel wechseln. Ich will auf defensiv gehen oder spiele ich. Boah, ey. Spiele ich schon defensiv? Ich will einfach nur. Ah, okay. Läuft gerade weder für ihn noch für mich wirklich gut. Krass, wie es schafft, ihn rauszutackeln von hinten, ohne dass er. Oder rauszugrätschen, ohne dass es ein Foul ist. Mach's gut. Ja, er hat keinen richtigen Bock mehr. Ich sage, er will das 2-0 machen, ist das Spiel halt einfach durch. Oh, kann natürlich sein, dass der Gegner jetzt auch abgebrochen hat. Ich weiß nicht, ob es eine rote Karte war. Ich glaube fast nicht, aber der Gegner hat vielleicht freiwillig abgebrochen, weil er keine rote Karte fressen wollte. Egal, wir haben gewonnen. Nice. Damit hat er es uns dann doch einfacher gemacht, weil am Ende haben wir beide nicht wirklich gut gespielt. Ich habe zu viele hastige, dumme Pässe nach vorne gespielt, auf jeden Fall. Ich habe mich wieder beeinflussen lassen von seiner steigenden Aggressivität. Das habe ich gemerkt. Aber egal, also so verbrauchen wir wenigstens nicht so viel Fitness, wenn wir das Spiel eher durchhaben. Und leider kein Tor mit Benteke aus dem Spiel heraus, wieder bloß nach einer Ecke. Aber naja, was soll's. Ich muss sagen, ich habe auch nicht die Situation perfekt ausgespielt. Da wäre noch mehr drin gewesen. Da war noch Luft nach oben. So, bitte Gegner mit grüner Latenz. Vielen Dank. Wie bekommen wir denn da wieder zugelost, meine Herren? Das heißt, wir müssten jetzt das Spiel auch nicht komplett werten lassen, wobei es halt schon, ich glaube, 70. späte 70. Minute. Was ist denn jetzt los? Sind jetzt EA-Server-Probleme? Also ist gerade das Spiel abgebrochen wegen EA und. Ah nee, da haben wir ein Grün. Da haben wir kein Grün, oh mein Gott.
Ich glaube, es ist gerade ein Problem mit den Servern, würde ich mal drauf tippen. Deswegen gab es ja schon mal, deswegen war ja auch, ist ja auch die Weekend League verlängert worden. Ich meine, es ist schön, dass es dann in dem Spiel passiert, wo ich halt 1-0 führe und dann halt wenigstens den Sieg noch mitnehmen darf. Auch wahrscheinlich schön für den Gegner, weil wenn das von EA abgebrochen wurde, das Spiel, dann gibt es ja keine Niederlage für ihn. Also ich würde behaupten, das liegt jetzt an EA, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass es so häufig jetzt nur noch Gegner mit roter Latenz gibt, ist ziemlich gering. Also ich würde sagen, es liegt an EA. Okay, jetzt ist sie zumindest orange geworden. Aber eigentlich muss sie grün sein. Ich würde nicht spielen, ich will nur gucken, was da für Trikots hat der Gegner, ob es immer gleich ist. Das ist alles. Ich will nicht gegen jemanden mit roter Latenz spielen, logischerweise. Krass, der will echt spielen oder was? Okay. Wie gesagt, ich will nur gucken, ob es immer das gleiche ist oder ob wir ja verschiedene bekommen. Ne, es sind verschiedene. Okay, dann liegt es wahrscheinlich an EA. Ich könnte ja mal die normale Saison gucken, was da los ist mit der Latenz. Weil das brauche ich nicht spielen, da würde ich jetzt erstmal aufhören. Logischerweise. Wir gucken mal in den normalen Saison rein. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das hat eigentlich Arnautovic bisher das eine Tor bestimmt, oder? Ein Tor. Mané hat wahrscheinlich auch nur das eine Tor. Mané hat auch noch eine Vorlage, aber bin fast ein bisschen enttäuscht von Mané, dass da nicht noch mehr abgeht. Sehr komisch. Aber wahrscheinlich schaffe ich es auch einfach wieder nicht, die Stärken von denen richtig geil auszuspielen. Dribbelstark. Abschlussstark. Wann komme ich schon mal mit denen zum Abschluss? Kann natürlich sein, dass wir jetzt keinen Gegner finden, weil alle Weekend League spielen. Ja, da haben wir einen. Da ist die Latenz grün. Wenn hier die Latenz grün ist und die Latenz bei der Weekend League nicht, dann würde ich mal behaupten, dass es halt wirklich an den EA-Servern liegt, dass die gerade, weiß ich nicht, was machen und deswegen halt keine grüne Latenz zur Verfügung stellen. Da funktioniert gerade irgendwas. Ich gucke jetzt nochmal, noch ein, zwei Mal. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann spielen wir halt jetzt keine Weekend League. Ja, ich teste jetzt noch zweimal. Eins und zwei. Also ich will das eigentlich auch nicht riskieren. Klar könnte es sein, dass die Latenz rot angezeigt wird und es trotzdem flüssig läuft. Aber ehrlich gesagt ist mir das viel zu riskant. Nee, es ist mir echt zu riskant, das lohnt sich nicht. Komm, scheiß drauf. Wir machen jetzt einfach noch ein normales Ligaspiel, damit ich die Folge, also ich will einfach eine Folge, ich will einfach noch ein Spiel machen, Punkt. Machen wir einfach ein normales Ligaspiel und scheißen auf die Weekend League. Wir haben ja logischerweise noch einen Tag mehr Zeit, also das wird dann wahrscheinlich jetzt auch die letzte Aufnahme für Samstag gewesen sein. Das heißt, die restlichen Spiele machen wir dann am Sonntag und am Montag. Und ich glaube, ich spiele sogar mit der Bundesliga, weil ich die nächsten beiden Weekend League Spiele dann doch wieder lieber mit der Premier League spielen. Und die ist ja auch voll, wie wir sehen. Ja, dann mal ein bisschen Entspannung. Normale Liga, die ja nicht ganz so wichtig ist. Da stehen wir aber, glaube ich, zur Zeit in der Saison ohne Niederlage, wenn ich mich recht entsinne. Komm, grüne Latenz bitte, vielen Dank. Und Hybrid-Team, was jetzt nicht wirklich krass aussieht, merkwürdiges Hybrid, würde ich mir jetzt mal sagen. Squad-Building-Challenge und Man of the Month. Aber ich weiß nicht, welcher Man of the Month das war, ich habe ihn nicht erkannt. So, konzentrieren, ich würde halt schon gerne das Spiel gewinnen, einfach so aus Prinzip.
Sehr schön. Das war nicht so geplant. Das war auch nicht so geplant. Naja, dann eben die Ecke. Boah. Krass auf Kopfball. Zum Glück schafft es Fährmann, den noch rauszuholen. Nochmal ein guter Kopfball, aber glücklicherweise übers Tor. Oh, ich wollte einfach vorbeirennen, aber das lässt leider Walker nicht zu. Meine Außenverteidiger in der Premier League haben mir eigentlich jetzt ganz gut gefallen. Weil da wäre halt auch nochmal das Thema, ob man jetzt vielleicht doch nochmal auf... Boah, wieso denn so weit? Ob man nochmal auf Walker umsteigt, auf den normalen, weil der halt einfach so viel schneller ist und trotzdem zweikampfstark. Also der nervt halt immer schon ziemlich krass rum. Aber Coleman, Inform Coleman hat einfach so viel bessere Defense-Werte etc. Schade. Sehr gut von Vidal. So, ein bisschen konzentrieren. Gegner scheint gut zu spielen. Schade, dass wir da nicht zum Abschluss kommen. Das wäre natürlich eine sehr gute Situation gewesen. Krass, wenn ihr von hinten rausarbeitet. Schön, dass Hummels hinrennt, aber den Ball nicht bekommt. Hauptsache vorher ein bisschen dumm rumtricksen, um dann halt doch wieder den Fehlpass in den Gegner reinzumachen. Sehr schön mitgenommen von Reus. So will ich das Tempo mitnehmen sehen. Ich schaffe es überhaupt nicht, hier von außen mal irgendwelche Gefahr auszustrahlen. Sehr gut. Sehr gut. Krass, dass er da echt nur einen Ball trifft. Oh, bitter. So, jetzt versuche ich mal auf Hummels zu flanken. Hat toll geklappt. Mann, was hat er denn da wieder von Lack, da jedes Mal wieder an den Ball zu kommen? Also die gefährlichen Situationen im gegnerischen Strafraum hatten auf jeden Fall wir, aber wir kommen halt einfach nicht zum Abschluss. Muss man halt leider aussagen.
Das war ein unglaublich krasser Traumpass von Müller, ohne Scheiß. Ohne diesen krassen Pass hätte Mali niemals diesen Flachschuss ins lange Eck machen können. Was für ein krasser Pass, ey. Dass er den da aber auch, ohne, also dass er den da durchbekommt. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich niemals gedacht, dass er den da durchkriegt. Aber wenigstens machen wir dann den Abschluss. Sehr gut. Das heißt wenigstens, der Pass war ja auch geil. Ich meine, er war so geplant, aber als ich so den Pass ausführte, dachte ich so, scheiße, war eigentlich eine dumme Idee, den bekommt er niemals durch die Gasse durch. Und ja, er bekommt ihn durch, interessanterweise. Aus der Drehung. Ball war auch schon vorher bei uns. Also den komischen Trick macht da hier zu hier. Diesmal fängt der Hummels gut ab. Böses Foul. Schade. Sind auf jeden Fall aggressiver, wie man merkt, rennt mehr auf den Ballführer drauf. Und wir haben nur einmal geschossen, was? Kam mir gar nicht so schlimm vor, aber klar, wir waren halt zwar häufig gefährlich im Strafraum, aber sind dann nicht zum Schuss gekommen. Sind halt immer um und in dem Strafraum rumgeturnt, aber konnten nicht schießen. Und das eine Mal waren wir dann frei vom Tor und dann. Das ist halt auch wichtig, dass Mali den nicht verschossen hat. Oh mein Gott, wäre das schlimm gewesen. Weil es waren halt ein 100%iger. Und ich glaube, Mali hat echt noch keine 100%ige verschossen. Bisher, was halt schon was Schönes. Irgendwann kommt das auch, das ist klar, das ist immer so. Aber ich hoffe, es dauert noch und er macht von 100, 100%igen 99 rein. Gute Parade von Butland. Oh, Scheiße. Glück gehabt. Abseits. Oh. Ah, da konnte ich leider in dem Moment nicht darauf achten. Sorry. Okay. Ich denke, der wäre nicht rein. Oh, der erste Pass soll halt schon auch auf Reus gehen. Das war halt schon das Problem. Ja, ich hatte Reus einen Lauf geschickt, er macht es halt nicht, aber es klappt noch. Schöner Schuss von Mali, leider Alu. Das hätte es 2-0 sein können. Macht nichts, Zeit für uns, Zeit sich aufzubauen. Ach, das zweite Tor ist zur Ruhe reingebracht. Das ist aber schon wieder in den letzten Spielen ziemlich oft passiert, dass einfach dieses zweite Tor nicht fällt. Also dieses 2-0 halt fehlt.
Schade. Schönes Ding. Wurde aber auch Teil, verdiene es auch. Ein bisschen lucky, wie das Ding reingeht, aber egal. Geile Einstellung. Leere Tribüne. Oh, das ist natürlich sehr lucky, weil wenn der Gegner oder der Torhüter halt den Arm ranbekommt, dann muss der Ball halt eigentlich nicht ins Tor gehen, sondern da muss halt drüber gehen oder irgendwie sowas. Das war schon Glück, aber es ist zwar verdient, das 2-0, aber es ist glücklich, dass das jetzt in dem Schuss passiert. Aber wir hatten ja auch schon einen Alu-Treffer, also da hat man ja Pech im Endeffekt beim Alu-Treffer, und jetzt haben wir hier bei dem Schuss eben Glück gehabt. Nicht auf ihn, ich wollte einfach nur auf Mali, der da so ein ganz kleines Stück vor mir ist. Auf den wollte ich passen. Habe ich mir schon gedacht. Weil der Schuss war relativ schwach. War so klar, es war so klar. Warte, komm, 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 komm. Nein! Oh. Ja, okay. Ist jetzt zwar nicht ganz so verdient der Anschlusstreffer, aber er hat ein Lucky Tor, ich habe ein Lucky Tor, was soll's. Aber das Ding war halt irgendwie, ich weiß nicht, irgendein Verteidiger von mir ist halt hingefallen. Und dadurch hat halt dann der Verteidiger am Ballführer gefehlt und dann kam halt zu einem relativ freien Schuss, den er auch nicht macht, sondern er macht den Abpraller. So 87, jetzt lassen wir hier natürlich nichts mehr anbrennen. Schade. Das war's, da bekommt eh keine Chance mehr. Ja, dann haben wir doch zumindest dieses Ligaspiel noch gewonnen. Und die nächste Aufnahme, Tore Mali und Reus, Vorlagen zweimal Müller. Und die nächste Aufnahme gibt es dann wieder zweimal Premier League in der. Ja, wir haben noch keins verloren. Nicht alle gewonnen, aber noch keins verloren. Gibt es dann wieder zwei Spiele Premier League in der Weekend League. Ich schaue jetzt mal nach. Also ich glaube, ich werde jetzt eh keine weitere Aufnahme machen. Egal, ob es jetzt geht, aber ich will trotzdem jetzt mal wissen, ob das jetzt wieder funktioniert und man wieder normale Gegner findet. Ne, funktioniert immer noch nicht. Sehr merkwürdig.
Naja, macht nichts. Ich wollte jetzt eh keine weitere Aufnahme machen. Das wird dann hoffentlich am Sonntag behoben sein. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.